Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Info-News. Ich hatte ja gestern Abend noch schnell einen Mod hochgeladen bzw. getestet und habe dann hier ein Update bekommen, und auf das Update wollte ich nochmal kurz drauf eingehen. Da viele sich ja beschwert haben, ja, die Open Beta hatte noch so viele Fehler und. Deshalb befinden wir uns ja in der Open Beta. Und da hat er im SCS-Forum hier so einen kleinen Beitrag. Und da könnt ihr mal nachschauen, wenn es neue Updates gibt. Und ihr habt es sicherlich schon alle gesehen, wir haben jetzt ein neues Update, die 1.32.2.30. Und hier könnt ihr mal sehen, was alles in diesem Update alles gefixt worden ist. Und das ist wirklich eine Menge. Da sprechen wir von 290 MB, also schon eine ganze Latte. Und ihr könnt es dann dementsprechend nachschauen. Ich werde das mal in der Beschreibung verlinken. Könnt ihr euch das selber durchlesen, natürlich alles auf Englisch, aber wenn ihr das mit Google Übersetzer macht, was ich jetzt hier schon mal vorab getätigt habe, kann man eigentlich auch gut nachlesen, was eigentlich hier alles passiert worden ist. Also man kann hier zum Beispiel Standard-Trailer wechseln, als erstes im Online-Händler werden es angezeigt. Dann, wenn man den Motor ausschaltet, während der Schnellfeuerphase wird kein Kraftstoff verwendet und. Da könnt ihr alles nachlesen. Ich kann den Google Translator mal gerne in die Beschreibung klatschen. Da könnt ihr euch das hier reinkopieren und dann habt ihr das hier natürlich auf Deutsch. Und dann könnt ihr euch das alles mal durchlesen. Also sind wirklich viele Sachen dabei, was ich wirklich gut finde. Ne? Mit den KI-Fahrzeugen, mit dem Sound, da habe ich auch schon was mitgekriegt unter Zocken, dass da was nicht stimmt. Das ist jetzt anscheinend behoben worden. Was gibt es noch alles? Also wirklich so viel. Hier zum Beispiel, um Trailer zu tauschen, muss sich der Spieler im Fertighaus der Garage befinden, in der sich der Anhänger befindet. Ne? Das wurde jetzt anscheinend auch gefixt. Und. Also es ist wirklich eine Menge. Und lest euch das bitte mal durch. Dann wisst ihr gleich, okay, stimmt, den Fehler hatte ich gehabt. Und jetzt ist er behoben. Finde ich ganz gut. Und ich werde jetzt hier nach und nach immer mal wieder neue Game-Updates posten. Euch darauf hinweisen, damit ihr wisst, was ist denn jetzt überhaupt passiert bei diesem Update. 290 MB, puh, klingt erstmal eine Menge. Aber was ist da passiert? Und wie schon gesagt, wenn ihr das alles hier seht, dann wisst ihr wenigstens Bescheid. Finde ich mal ganz wichtig, dass die Leute auf dem neuesten Stand sind. Gut, also ich werde das hier nochmal reinposten in der Beschreibung, plus Google übersetzen, dann könnt ihr euch das selber reinkopieren, wenn euer Englisch jetzt nicht so gut ist, denn mein Englisch ist genauso gut wie mein Französisch, deshalb immer Google Übersetzer, und der ist eigentlich soweit ganz gut, da kommt man eigentlich recht gut klar mit. Gut, da war es eigentlich auch schon bei mir, da wünsche ich viel Spaß mit dem neuen Update und ich hoffe mit weniger Fehlern im Spiel. Und ja, in diesem Sinn, allzu gute Fahrt, bis bald, macht's gut und ciao.